Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mord auf dem Mississippi. Momentan bin ich recht ideenlos, aber wir können mal noch mit der guten Daisy quatschen. Mit der haben wir noch nicht über die neuen Beweismittel geredet. Aber ansonsten weiß ich nicht. Keine Ahnung, bin momentan irgendwie ein bisschen lost in space oder so. Aber wir werden schon mal wieder irgendwas finden, um Progress zu machen. Hoffe ich zumindest in dieser Folge. Daumen drücken. Es wird schon. So, Moment. Daisy war irgendwo oben, ne? Ja, 8. Nein, nicht in die 18 rein. Ach ja. Irgendwo muss halt auch diese zweite Pistole sein. Mir geht auch dieses Platschen nicht aus dem Kopf. Moment mal. Also wenn diese zweite Derringer-Pistole die Mordwaffe war, wir wissen, dass was geplatscht hat. Also wenn ich der Mörder wäre, würde ich das dann hier irgendwo, also im Zimmer 4 ist die Leiche, hier irgendwo über Bord werfen. Können wir uns mal bitte hier umsehen? Dort baumelt etwas herab, mein Lord, aber ich kann es nicht erreichen. Okay, jetzt hat die Information mit dem Platschen auch einen Sinn. Okay. Da kommen wir nicht ran. Moment, bei Henry unten hing doch irgendwie was Seilmäßiges oder Schlauchmäßiges an der Wand. Progress, hoffe ich zumindest. Geil. Das könnte die zweite Pistole sein. Das muss die zweite Pistole sein. Alles andere wird zumindest in meiner Welt jetzt mal keinen Sinn machen. Ah, wir müssen noch eins runter. Progress, Progress. Checker. Okay, man startet hoffnungslos und planlos in eine Folge und dann geht's direkt weiter. Checker. Okay. Weiter hing noch sowas. Schlauch, Kabel, Seilmäßiges an der Wand. Gucken wir mal. Da, das meine ich. Guten Tag, Sir George. Was, mein Lord? Ich sehe eine Gaffel. Was ist eine Gaffel? Oh, sag mir mal bitte, was eine Gaffel ist. Gaffel. Nicht Gaffe, sondern Gaffel. Gaffel am Dom? Ja, was ist eine Gaffel? Auf jeden Fall eine Brauerei. Aber Gaffel feiere ich gemeinsames Essen. Zweizinkige Gabel. Okay. Wieder was gelernt. Aber was macht hier eine Gaffel? Da kam jetzt auch irgendwas dazu. Ah, Schlauch. Moment. Schlauch? Gaffel? Was auch immer. Umsehen. Handy stört es sie, wenn wir uns umsehen. Nicht im geringsten. Okay. Sollen wir die Gaffel behalten? Ja. So haben wir in die Tasche gepackt. Was ist das jetzt? Gaffel. Sieht aus wie ein Haken mit Seil. Dieser Apparat haben wir im Maschinenraum gefunden, Regis. Ja, mein Lord, eine Art Stange mit einem Haken an einem Ende. So etwas nennt man Knaffel, Regis. Nicht ganz, mein Lord. Das heißt Gaffel. Sind Sie sich da sicher, Regis? Henry hat es mir gesagt, mein Lord. Dann habe ich es verwechselt. Okay, eben, was ist jetzt mit dem Schlauch? Ist nichts hinter dem Schlauch. Okay, was brauchen wir? Einen Schlauch, wenn wir eine Gaffel haben? Das sieht benutzbar aus. Ich wollte eigentlich doch die Treppe hoch. Ja. Progress, Progress, Progress. Und da müssen wir jetzt die zweite Waffe finden. Denke ich mal. Wird zumindest Sinn machen. In meiner Welt. Eurer bestimmt auch.
Also, go. Wir finden jetzt die zweite Waffe. Das wäre dann Mega Brokers. Danach reden wir eventuell mit Daisy. Sei denn, hier ergibt sich noch etwas anderes. So. Machen wir hier mal wieder umsehen. Sehen Sie, mein Lord, mit dem Gaffel komme ich an das Ding heran, das in der Reling baumelt. Sehr gut, Regis, sieht aus wie ein Handgriff. Sollen wir den zerbrochenen Griff einer Waffe behalten? Ja. Nun, denn, mein Lord, ich tue es in meine Tasche. Zerbrochener Griff einer Waffe. Okay. Schauen Sie, Regis, was soll dies hier sein? Tja, mein Lord, es ähnelt sehr dem Griff einer Waffe. Exzellent, Regis, wofür kann so etwas nur gut sein? Es war sicher Teil einer ganzen Waffe, mein Lord. Regis, Sie sind ein Genie. Danke, mein Lord. Aber was für eine Waffe war das? Vielleicht ein Deringer, mein Lord. Okay. Immerhin haben wir einen Teil der zweiten Waffe gefunden. Wieso nur den Griff? Egal, nicht zu viel nachdenken. Wollen wir jetzt erstmal in unsere Kabine? Ja, wir wollen zuerst mal in unsere Kabine und das mal wieder auf den Tisch packen. Vor allem die beiden Waffen halt nebeneinander packen und solche Geschichten. Rein da. Und noch andere Dinge nochmal genauer betrachten. Ich glaube, das Gaffelding können wir dann auspacken. So. Dann machen wir uns erstmal das Gaffelding examinieren. Diesen Apparat haben wir im Maschinenraum gefunden, Regis. Ja, mein Lord, eine Art Stange mit einem Haken an einem Ende. Ja, Knaffel, Gaffel. Hat er verwechselt. Okay, kann hier bleiben. Dann machen wir mal bitte den Griff examinieren. Schauen Sie, Regis, was soll das hier sein? Ja gut, sicher ein Teil einer Waffe. Ein D-Ringer, ja. Machen wir noch den D-Ringer dazu. My Lord, der Griff ist identisch zu dem des D-Ringers im Kasten. Also ist dies der Griff des zweiten D-Ringers, Regis. Ja, my Lord, der zweite D-Ringer. Was hat das zu bedeuten? Es könnte ein Beweis sein, my Lord. Ein Beweis, Regis? Ja, sogar ein sehr wichtiger Beweis. Okay. Machen wir noch die Kugel dazu. Weil ohne Lauf kann man da wahrscheinlich wenig sagen. Zwischen diesen Teilen eines Geschosses und einem zerbrochenen Griff einer Waffe kann ich keine Verbindung entdecken. Ja, ist halt nur ein Griff. Okay. Dann gehen wir mal mit diesem Inventar weiter. Wir können halt nochmal mit der Small Birth nochmal über Henry quatschen. Oder ihr halt auch jetzt die zweite Pistole zeigen. Die war doch in ihrem Zimmer. Ja genau, Rosenholzkasten gehört zu ihr. Ja, dann gehen wir kurz zu Daisy, wenn wir schon mal hier sind. Die ist nämlich in Zimmer 8 und dann gehen wir in Zimmer 20. Progress, 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 progress. Seite wechseln. So, Ende. Es ist toll, Sie wieder mal zu sehen, Sir Charles.
So, was kannst du uns über den Fahrschein nach Nevada sagen? Stellen Sie sich vor, zwei Schienen bis nach Nevada. Wow. Okay. Den Zeitungsartikel? Es bricht mir das Herz, dass ein Mann so sterben musste. Grausam. Und den Waffengriff? Oha, das sieht wie eine moderne kleine Skulptur aus. Die schlauste bist du nicht, meine Liebe. Aber okay. Denn mich zieht jetzt irgendwie alles zur Small Wolf. Weil es passt halt einfach zu gut, dass Henry für sie schwärmt. Der Wattebausch nach ihr, beziehungsweise allen Frauen auf diesem Schiff riecht. Das ist einfach zu viel. Hi. Ja, und dass sie immer Kopfweh hat, das ist auch verdächtig. So, Indiz. Wir zeigen jetzt erstmal noch den Griff. Das ist ein Teil meiner gestohlenen Waffe. Sie verschwand kurz bevor der Mord geschah. Lass uns noch mal über Henry reden. Ja, ich kenne Henry. Er mag arm und ungebildet sein, aber er ist ein ehrenhafter Mann. Fast ein Gentleman, denke ich. Das sollten wir Henry vielleicht mal mitteilen, oder? Könnte zumindest gut für sein Ego sein. Wir schreiben auf. Aber er ist ein ehrenhafter Mann, fast Gentleman. Die negativen Sachen lassen wir weg, ungebildet und so. Lass mal weg. Das klingt gut. Dann gehen wir das mal Henry sagen. Sonst habe ich halt gerade keine Idee. Ich suche die Treppe nach unten. Vielleicht können wir da zumindest ein bisschen Amor spielen. Aber ja, das ist halt auch so ihre verschwundene Waffe, kurz vor Mord verschwunden. Also momentan bin ich arg dafür, dass es die Smallwolf war oder Henry aus Liebe zu ihr. Vielleicht auch aus unverstandener Liebe. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Henry, wir wollen dir Dinge sagen. So, Vorsicht, Dreck. Wir reden mit dir. Wir reden noch mal mit ihm über seine Angebetete. Es stimmt, Sir. Ich habe mich in Miss Morworth verliebt, aber ich bin nicht sicher. Sie hat mich noch gar nicht bemerkt und ahnt nichts. Okay, dann teilen wir jetzt unsere Notizen. Oder wir schreiben jetzt auch auf, dass er verliebt ist. So, Miss Smallworth verliebt. So. Da können wir Amor spielen. Zumindest etwas geschafft. So, jetzt Notizen teilen. Person Smallworth. Ehrenhafter Mann, fast Gentleman. Versteht er nicht genau. Na gut, dann müssen wir ihm noch Nachhilfe geben. Erzählt er jetzt noch was anderes, wenn wir nochmal über sie reden? Ich habe alles über Smallwolf gesagt. Da hatte ich mir jetzt schon ein bisschen mehr erhofft. Ehrlich gesagt. Dann gehen wir mal wieder zu ihr hin. Vielleicht sagt sie noch was über ihn. Bin da jetzt hartnäckig. Ich würde da jetzt eine Love Story draus machen. So, wieder Zimmer 20.
Rein da. Hi. Lass uns mal nochmal über Henry reden. Er ist der höflichste, stärkste und verlässlichste Mann auf diesem Schiff. Unter anderen Umständen würde ich ihn als Held bezeichnen werden. Okay, schreiben wir auf. Der verlässlichste Mann und Held bezeichnet. Also darauf muss er reagieren. So, und wir möchten dir noch mitteilen, dass er in dich verliebt ist. Versteht sie nicht. Okay, willst du uns sonst noch irgendwas über Henry mitteilen? Nein, sie hat alles gesagt. Dann gehen wir nochmal zu Henry. Diese Folge wird hier noch Liebe stattfinden. Können sich auch mal Zimmer nebeneinander nehmen. Müssen wir nicht mal so viel laufen. So, rein da. Hi. Wir möchten mit dir reden. Und zwar teilen wir Notizen. Von seiner Angebeteten. Hä? Ah, da, Held. Ich verstehe sie nicht genau. Junge, ich gebe mir hier alle Mühe. Kannst du noch irgendwas über sie sagen? Ich habe nur edle Gefühle für Miss Go. Oh. Gold. Der Tote aus dem Zeitungsartikel. Miss Gold. Miss Smallbirth. Sie lässt sich durch all dies nicht beeindrucken, obwohl ihr einiges angetan wurde. Der Typ im Zeitungsartikel hieß Gold. Der Minentyp. Oh, das schreiben wir auf. Miss Gold. Edle Gefühle. Mir wurde einiges angetan. Der hieß doch Gold in dem Zeitungsartikel, oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Wir zeigen Ihnen nochmal den Zeitungsartikel. Darüber weiß ich nichts. Moment. Indiz ansehen. Oho, Regis, ein Ausschnitt aus einer Tageszeitung. Ja, am doppelten Boden. Hier wird über den Selbstmord eines Joe Gold, Golden. Nee, Moment mal, er hat sich ja abgebrochen. Da waren ja die zwei Striche da noch berichtet. Er war verzweifelt, da ihm Rayleigh Cartwright seine Silbermine gestohlen hatte. Also hätte sie wirklich einen Grund gehabt. Der Golden hat sich umgebracht, weil Cartwright ihm seine Silbermine weggenommen hat. Also hätte seine Witwe quasi ja doch irgendwo einen Grund dafür, ihn zu töten. Wow, okay, wenn... Wow. Ergibt irgendwie Sinn. Okay, wir gehen nochmal zurück. Wir brauchen keine Liebe, wir brauchen Mordaufklärung. Liebe war gestern. Jetzt kommen die harten Bandagen. Hoch da. Progress. Wow. Okay, von nichts auf Mega-Progress in einer Folge. Cool. Wird dann vielleicht doch keine Liebesstory. Eher ein Drama. Okay, hi. Wir möchten mal hier reinzoomen. Hi. Ja, dein Kopfweh kannst du da sparen. Wir möchten
Hast du noch irgendwas jetzt bei Henry zu sagen? Ich habe alles gesagt, okay. Dann teilen wir Notizen. Person Henry. Edle Gefühle, da Missgold. Darauf reagiert sie nicht. Was wird halt alles passen? Ich meine, wir könnten sie jetzt halt beschuldigen. Aber reicht das? Ich weiß es halt nicht. Dass sie ich weiß auch nicht, wie das mit dem Beschuldigen funktioniert. Wir schauen uns das mal an. Vorher speichern wir allerdings. Weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass einfach Beschuldigen, dass das ausreichen wird. Ich denke, man muss da irgendwie Beweise zusammenklicken oder irgendwas. Ich glaube, sowas stand auch im Handbuch. Wir probieren das jetzt mal. Also ich bin momentan zu 99,9% überzeugt, dass sie es ist. Oder er halt. Also Henry, wir beschuldigen sie jetzt mal. Wollen sie Miss Smallworth beschuldigen? Ja. Regis, bitte versammeln Sie die anderen Passagiere im Salon und warten dort. Miss Smallworth und ich werden nachkommen. Okay. Spiel lädt. Es lädt immer noch. Ich bin mal nicht so spannend. Spiel macht es sehr spannend. Soll ich mal den Turbo-Knopf drücken oder den Warp-Knopf? Ich habe das Spiel getötet. Es leuchtet nur noch Tape. Mal Warpy-Warp an. Ich habe zwischendrin einmal auf den Knopf gedrückt. Vielleicht war das too much. Da kommt nichts mehr. Na gut, dann gehen wir ein bisschen früher in die Pause. Bis gleich.